Hobbits, Orks und Elfen sind ihm mehr als vertraut. Seit über 40 Jahren illustriert der Kanadier John Howe die Fantasiewelten, die Figuren und alle sonstigen Kreaturen aus den Büchern Tolkiens, Der Hobbit und Der Herr der Ringe. Die besten Autoren sind diejenigen, die nicht alles beschreiben. Das ist eines der großen Geschenke Tolkiens an seine Leser. Er beschreibt vor allem die Emotionen der Figuren in bestimmten Situationen oder an einem bestimmten Ort. Es gibt keine Angaben über Größe oder Farben. Und das ist ein echtes Geschenk, denn so kann man den Geist der Geschichten erfassen und bebildern. Die Inspiration für seine große literarische Saga holte sich Tolkien bei vielen mittelalterlichen europäischen Märchen. Gandalf hat Züge von Merlin, dem Zauberer. Die Geschichte von Bilbo, Frodo und dem Ring erinnert an die des skandinavischen Kriegers Beowulf oder auch an die Abenteuer von Siegfried aus der germanischen Nibelungensage. Genau wie Tolkien ließ auch John Howe sich von verschiedenen Kunstströmungen inspirieren und hat dabei jede Menge Fantasie gezeigt. Wenn man eine Erzählung mit Wikingern oder ein mittelalterliches Märchen bebildert, will man sich in diejenigen hineinversetzen, die das damals am Lagerfeuer erzählt haben. Man will das Wunderbare hervorrufen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich glaube, die Fantasy-Kunst bietet hier ein ganzes Königreich an Möglichkeiten. Das Ziel dabei ist es, dass man selbst hinter den Geschichten verschwindet. Was hätte ich getan, wenn Tolkien seine Bücher nie geschrieben hätte? Seine Geschichten gehören zu den wenigen, bei denen es mir Spaß macht, wirklich alles zu zeichnen. Außerdem stehe ich selbst nach 40 Jahren noch ganz am Anfang. Es ist eine große, eine umfassende, spannende Welt. Wenn dir also die Bücher von Tolkien gefallen haben, warum denkst du dir nicht deine eigenen Illustrationen aus?